Bus kam und ich konnte nicht einsteigen. Soll ich fragen oder möchtest du von alleine erklären, was los ist? Was meinst du? Nicht du, er. Ich? Ja. Also willst du, dass ich frage? Es wäre gut, wenn du dein Anliegen spezifizieren würdest. Deine Brille, Kollege. Holy shit! Das wäre mir gar nicht aufgefallen, du Genie! Ernsthaft? Was? Ihr beide habt recht. Ich muss euch hier bestätigen. Ich habe mir einen neuen Style zugelegt. Das ist aber nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, sondern hat vor allem mit meiner neuen Freundin zu tun. Du hast eine Freundin? Bruder, ernsthaft? Eine Freundin? Ja, klar. Auch für mich, Nerd, wurde es langsam mal Zeit. Aha, hier ist sie ja schon. Moment mal. Die kommt mir doch bekannt vor. Wir haben uns doch noch nie gesehen, oder? Ich wüsste auch nicht, woher ihr beide euch kennen solltet. Und diese fesche Puppe da hat dir diesen Style verpasst? Ja klar, ich bin bei zahlreichen Modemarken führende Designerin. Das stinkt dir doch eindeutig bis zum Himmel. Warum bist du so skeptisch? Ach, er ist ja nur neidisch, Schatz. Oh, ui, 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 da meldet sich mein Wriggler. Da mit meinem neuen Ego werde ich direkt mal die neue Folge aufnehmen. Was? Das ist mein Job! Was willst du? Geh beiseite, der Boss kommt. Hallo Freunde, schön, dass ihr hier seid. Auch ich mache heute meine Aufnahme. Das kann ja nur spaßig werden. Ein Gaumenschmaus für den Humor. Nein, Freunde, alles gut. Ich werde nicht die ganze Folge in dem Sinn kommentieren. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kaizo Mario 64. Und wir wollen heute die 100-Stern-Marke knacken. Das sehe ich jetzt gerade. Ich denke, das ist eine sehr sinnvolle Investition. Wir stehen aber immer noch vor mehreren Problemen. Wir haben immer noch da drin eine rote Münze, wo ich bis heute nicht weiß, wie ich an die rankommen soll. Ich denke, ich werde jetzt mal alle 8 roten Münzen sammeln, testhalber, und diese Münze als letztes holen und dann einfach mal schauen, wo der Stern spawnt. Entweder spawnt der Stern da drin und man muss quasi einfach diese Münze als letztes holen, oder ich muss mir irgendeine Möglichkeit überlegen, wie ich aus diesem Eis wieder rauskomme. Aber ich glaube, die meisten roten Münzen waren ja da oben und um die kümmere ich mich jetzt erstmal. Oh boy. Ich glaube, ich muss ja wirklich für jede einzelne Münze quasi hier, ja genau, immer wieder runterfallen. Oh boy, das kann ja ein Spaß werden. Ich sehe gerade, dass hier drüben noch eine ist. Ich denke, da kommen wir auch easy ran. Oder? Nein, oh no! Ah, nein, nein. Oh, verdammt. Aber irgendwie so geht's. Okay, vielleicht von hier. Ah, ja, ja, genau. Doch, 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 doch. Safe von hier. Ja, ja, Mario, rutsch weiter auf deinem Hintern. Auf deinem sexy Hintern. Jawohl. So, und jetzt kann ich tatsächlich sogar in die Richtung wieder abzischen, dass ich jetzt weiter hier hochkomme. Ey, mega gut. Ich glaube, hier drüben waren auch noch welche. Also, wir müssen halt wirklich legit. Oh, wir müssen halt legit. Nein! Wo komme ich daran? Oh, na, also. Snowman's Land. Was machst du mit meinen Nerven? Ja, ja, ja. Und wir sind immer noch alive. Komm schon, komm schon. Oder? Wir sind alive, ja. Okay, ja, ich mach's von der anderen Seite. Ich mach's oben vom Kopf. Genau, von hier. Dann schauen wir nämlich einfach quasi, was hier abgeht. Das heißt quasi, hier müsste eine sein. Oh boy. Da wäre eine, ja. Und ich mache jetzt einen Abflug, oder? Kann ich mich irgendwie saven? Jawohl. Okay. So, hier müsste jetzt Nummer 5 sein. Da wäre Nummer 5. Ja, Moment. Ich save mich. Ich save mich. Yep, da müsste ich doch rankommen, oder? Jawohl! Nummer 5. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob oben beim Schneemann noch was ist. Lasst mich mal nachgucken, ne? Nee, lol, da sind sogar noch 2. Das wären dann, ja, das wären 6 und 7. Genau, und Nummer 8 ist dann drüben im Eis. Okay, einmal noch hoch. Warte mal, ist die eigentlich hier? Oh, ja, die ist hier. Ja, moin. Das hätte ich einfach viel schneller schon theoretisch finden können. Oh, no. Jawohl. So, nicht anders. So, und jetzt düse ich da ins Eis rein. Und wie gesagt, entweder spawnt der Stern da. Und dann kann ich ihn gleich einsammeln. Und ich muss wirklich schauen, wie ich da rauskomme.
Ich gehe zwar den ganz normalen Weg, wie ihn das Spiel vorgesehen hat. Da muss man ja, glaube ich, hier hoch. Genau, da kommt man hier oben drauf. Und wenn ich aber jetzt da reinhüpfe, dann habe ich doch irgendwie Angst, dass halt einfach vorbei ist. So. Wir haben keine andere Wahl. Und der Stern spawnt draußen. Wie stellt sich das Spiel vor, dass man hier wieder rauskommt? Ich kann hier keinen Wandsprung machen. Wie kommt man hier wieder raus? Moment mal. Oh, ich dachte, das wär's. Komm schon. Was ist der Ray to go? Oh mein Gott. Man kriegt hier ein Seitwärtssalto hin. Keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe, aber es geht. Jawohl. We did it. Nice. Da habe ich wohl einen guten Move gebracht. Das hat uns den nächsten Stern gebracht. Das war hart verdient, aber es war immer noch nicht in the Deep Freeze. Genau, aber in the Deep Freeze wird wahrscheinlich das sein, was wir schon mal gespottet haben. Wir haben ja schon mal gesagt, dass es hier eine, wie soll ich sagen, eine Stelle gibt, wo man einen pinken Bob umfinden muss. Mit deren Hilfe... Genau, da drüben... Warte mal. Ich glaube, wir haben den Stern gerade gesehen, weil die Kiste nicht geladen hat. Ja, da drüben ist er. Wir müssen einen pinken Bob umfinden, ne? Der uns die Kanone öffnet. Und, also quasi die Tür öffnet. Und dann kommen wir da an den Stern ran. Okay, Guys. 100, ich mache die 100 Münzen. Und auf der Suche nach den 100 Münzen finde ich hoffentlich den pinken Bob-Omb. Yes! Die sind natürlich absolut wichtig für die 100 Münzen, ne? In jeder Kaiserwelt sind die blauen Münzen immer wieder eine Challenge für sich. Holy shit. So, hier ist noch ein bisschen Cash. Oh, what? Das sind alles Geldbeutel. Oh, nee. Von denen hängt natürlich alles ab, ob ich die 100 Münzen schaffe oder nicht. Von denen hängt natürlich alles ab. Bruder? Okay. Oh, mein Gott. Ist das euer... come on. Wenn ich jetzt wirklich jede Münze von dem brauche, dann ist das einfach absolut herzlos. Also, das wäre halt legit einfach nur unfair. Ich gucke jetzt erstmal nach, was es im Iglo noch an Münzen gibt. Bevor ich dann mir ausrechne, wie viel ich hier außen brauche. So, schauen wir mal nach, was hier alles abgeht. Ah, hier sind Big Goombas. Oh, das ist natürlich noch eine stabile Münzfarm. Oh, das ist sehr gut. Das ändert einiges. Da ist auch der... Da ist der Bob-Omb. Und jetzt habe ich den Goomba nicht erwischt. Oh, come on. Aber mit dem müssen wir talken, Guys. So, dann kurz die hier mitnehmen. Das müssten 20 Stück, glaube ich, sein. Ja, okay, jetzt brauche ich theoretisch nur noch 3 von den Geldbeuteln. Und die roten Münzen habe ich ja theoretisch auch noch. Okay, also es sind nicht alle Geldbeutel überlebensnotwendig für die 100 Münzen. Und hier waren auch nochmal... Okay, ja, ich kann es über die roten Münzen regeln. Wirklich. Machst du die Kanone auf? Yes! Damit hätten wir auch quasi den Stern schon mal safe. Jetzt heißt es wirklich nur noch, ja, rote Münzen sammeln und den einen oder anderen Geldbeutel erledigen. Okay, das kriegen wir hin. Okay, Freunde. Ich bin soweit. Ich habe noch mal ein paar rote Münzen gesammelt. Da ist der Stern, den wir uns verdient haben. Und den zweiten können wir jetzt auch halt direkt mitnehmen, weil es für den wirklich einfach nur notwendig war, diesen Bob-Omb zu sammeln. Das heißt, wir schwimmen jetzt einfach ganz entspannt hier rüber. Und da müsste hoffentlich der Stern drin sein. So ist es. Und damit ist Snowman's Land abgeschlossen, meine lieben Freunde. Da habe ich wohl den ein oder anderen guten Move gebracht. Der Nerd spricht mit uns. Oh, ich hab so Spaß hier dran. Road to 100 Sterne, würde ich sagen. Und nachdem dann Snowman's Land auch abgeschlossen ist und Wet Dry World auch, können wir jetzt Toy Toy Mountain gehen? Habe ich nicht so Lust. Tiny Huge Island könnten wir probieren, da habe ich aber auch ein bisschen Schiss vor. Lasst uns die Uhren gucken. Ganz ehrlich, lasst uns nachschauen, was die Uhr zu bieten hat. Lol, hier ist Feuer. Okay, stabil. Ich meine, ich kenne das der Randomizer recht gut, wie es ist, sich da, sag ich mal, unkonventionell drin zu bewegen. Kaiser ist natürlich nochmal was ganz anderes. Okay. Wo bin ich? Alles klar, Digga. Okay. Muss ich dann Seitwärtssalto machen? Also, oder wo muss ich lang? Warte mal, wenn ich jetzt hier ein Rückwärtssalto mache. Nee. Hä? Okay, ich geh mal rein, wenn es sich bewegt. Was geht denn hier ab? Okay. Doch, das bewegt sich. Hä, was? Okay, Freunde, Schmerzen und Quallen würde ich an der Stelle sagen. Oh! Oh, ja! Ich glaub so! Ich arbeite hier natürlich mit Safe States, Freunde. Also das brauche ich euch auch gar nicht verheimlichen. Was geht denn hier ab? Okay, muss ich da irgendwie A spammen?
Zwei Stunden später. Lol, Freunde. Ich habe im Internet nachgeschaut. Ich habe im Internet nachgeschaut, weil ich nicht wusste, was es hier zu tun gibt. Wir müssen hier... Oh nein, so nicht. Wir müssen hier warten, ne? Bis ein Uhrzeiger vorbeikommt und uns quasi abholt. So, das ist unser Raid to go. Genau, da ist er. Genau dich brauche ich. Der Bus kam und ich konnte nicht einsteigen. Okay, Freunde. Bin wieder unterwegs. Wo muss ich überhaupt hin? Darum, wahrscheinlich muss ich darüber. Yes. Oh boy. Und eine Münze. Danke, Spiel, für die ehrenhafte Münze. Oh Gott, was ist das für eine Welt? Was wollt ihr hier von mir? Wo muss ich überhaupt hin? Da war eine unsichtbare Mauer. Was erwartet ihr hier von mir? Okay, hier sind überall rote Münzen versteckt. Wie komm ich da irgendwie so ran? Ja, safe komme ich da so hin. Aber wenn ich jetzt nicht aufpasse, sterbe ich. Reed. Muss ich mich von dem vielleicht flippen lassen? Nee. Da oben ist auch noch einer. Was macht der denn da? Jawohl! 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 Holy shit! Ich brauche das nicht leugnen, auch das habe ich im Internet nachgeschaut. Ich wusste nicht, wie es hier für mich weitergeht. Jo, was geht denn jetzt ab? Das kriege ich hin, ja. Nicht wegbouncen lassen. Kann ich bitte Münzen haben? Ich will leben! Okay, wo sind die Sterne? Wo sind die Sterne? Da drüben ist auch nur eine Red Coin drin. Wo zur Hölle sind die Sterne? LOL! Der wirft einen da hoch. Bewegt das sich? Ja. Oh mein Gott. Wie viel Glück kann man haben? So, und jetzt brauche ich Anlauf, um mit einem Weitsprung wahrscheinlich darüber zu düsen. Da muss aber das Feuer weg sein. Oh mein Gott. Ich lebe einfach noch. So, und die Red Coin hier nehme ich mir aber so safe mit. Okay, was geht hier ab? Warte mal, hier ist die Abkürzung, glaube ich, nach oben. Wartet. Ja, hier ist sie. Hier ist sie. Genau. Dann bin ich schon mal... Warte mal, war da ein Stern? War da ein Stern? Da oben ist ein Stern. Da oben ist ein Stern, Guys. Wir sind kurz davor, einen Stern zu kriegen. Das ist einfach nur pervers, was hier passiert. Aber ich glaube, wir haben ihn. Oh mein Gott. Was wird das für eine Welt? The Pit and the Pendulums. Ja, Mann. Genau den wollte ich haben. Und ich gebe jetzt noch die volle Kante. Ich schaue jetzt auch noch, was hier drin ist. Ich sag mal, das ist safe genauso schwer. Okay, wir starten hier. Ah, okay, wir haben ja erstmal keine Wingbox. I get it. Dann düsen wir mal hier lang. Ich glaube, das klappt. Ja, wahrscheinlich. Ach nee, dann landet man ja hier. Alter. Was soll das? Okay, Freunde. Ich suche mir irgendwas, was humaner ist. Keine Ahnung, ob es humaner ist. Wir gehen in Tiny Witch Island. Da weiß ich immerhin grob, was mich erwartet. Ach ja. Ich darf ja nicht in die kleine Welt. Yes. Okay. Wie war das Piranha-Pflanzen? Die müssen wir irgendwo finden. Die sind ja irgendwo über die Insel verteilt. Und wir müssen sie finden, ne? Ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass da unten eine ist. Ziemlich sicher. Ich schaue jetzt noch kurz, ob hier oben was ist, aber hier scheint irgendwie gefühlt gar nichts zu sein. Ja, dann lassen sie einfach mal da rein, dann lassen sie einfach mal da unten auf diese Insel hoppen da. Bisschen Inselhopping betreiben. Jawohl, da ist auch eine. So wünsche ich mir das. Ich glaube, eine war ja auch noch, sag ich mal, an dem Standardspot. Dann hätten wir quasi schon mal 2 von 5. Hier könnte doch noch eine sein. Komm schon. Ja, so sieht's aus. Zack, Nummer 2. So, dann hüpfe ich mal hier runter. Hier müsste ja, glaube ich, Nummer 3 irgendwo sein. Genau, sehr schön. Oh, schaut mal, Freunde. Schaut mal, was ich da drüben sehe. Da ist eine Röhre da unten. Die werden wir noch bei Gelegenheit abchecken. Aber ich weiß, dass der Pflanzencounter, soweit ich weiß, zurückgesetzt wird, sobald ich quasi die Welt verlasse. Aber die Röhre merken wir uns. Hier ist noch eine, genau. Nummer 4. Und vielleicht ganz oben Nummer 5, maybe? Hier, komm schon. Nee, ist ein Bob-Bomb. Ich denke, das kann auch nicht schaden. Gibt's hier eine Kanone? Ja, es gibt hier eine Kanone. Genau, in der Röhre, die ich gesehen habe. Ah, das ist aber nicht eine Kanone, sondern dass wir überhaupt die Röhre betreten können. I get it. LOL. Das hat zu lange gedauert. Diese nette,
Pflanze zu finden. Oh boy, als ob alle waren bisher immer auf Gras. Aber nein, die wächst auf einer Steinkante. Da erwartet man nämlich die Pflanzen. Egal, ich will jetzt aber auf jeden Fall noch die Röhre abchecken, was es damit auf sich hat. Okay, Freunde, die Röhre war hier, richtig. Yep. Nee, da ist sie nicht, aber da ist irgendwas anderes. Moment, was geht hier ab? Was geht hier ab? Ist das jetzt so ein Alles-oder-Nichts-Spiel? Nee, da ist die Röhre. Doch. Hier war die Röhre. Da ist sie. Aber da ist wirklich eine Kanone drin. Nee, aber... Hä? Was geht denn hier ab? Ist das jetzt hier so ein Alles-oder-Nichts-Spiel? Das ist einfach... Jo, die Kamera macht hier richtig gut mit. Dass hier irgendwo... keine Ahnung. Jetzt, wie soll ich sagen? Der Preis drin ist. Und ich muss rausfinden, wo. Ich nehme jetzt einfach dich. Ich habe keinen Schimmer, ob das stimmt. Nee. Hä? Was? Okay, das ist mir jetzt zu dumm. Ich probiere jetzt einfach per Safe State alles aus. LOL. Okay. Und jetzt? Jetzt ist ja die Frage, darf ich den Stick wieder nicht bewegen, wie es schon in Worms Fortress war? Oder muss ich mich jetzt umgucken? Ich schieße mich einfach. Okay, ich muss mich bewegen. So, neuer Versuch. Wo muss ich mich hinböllern? Und warum ist mein Interface weg? Was ist denn... Was verspricht sich denn das Spiel hiervon? Okay, wir können es auf jeden... Wir können uns bis hierher schießen! Oh mein Gott, jetzt bin ich auf der kleinen Insel! Oh mein Gott, das ist die kleine Version! Ich kann mich hier hinfeuern! Ich dachte die ganze Zeit, das wäre noch die große, aber klar, wir sind durch die Röhre gegangen. Wir sind unterwegs! Und hier sind noch die Secrets. Wir haben da gerade Secret 1 eingesammelt. Oh mein Gott, das ist der Rain, die kleine Welt. Ja, wie krass ist das denn? Okay, sind dann die Secrets immer noch an der gleichen Stelle? Ja, sind sie. 4. Jetzt hüpfe ich erstmal hier runter. Und hol mir hier Secret 5. Genau. Und an dich komme ich... Ja, wahrscheinlich von oben ran, ne? So, und dann wahrscheinlich einfach Weitsprung von hier. Genau so ist es. Holy shit! Was war dieser Start für eine Odyssey? Goddammit! Die Aufnahme geht einfach eine Stunde. Was zur Hölle? Aber wir haben 6 weitere Sterne gesammelt und es wird immer schwieriger. Freunde, es wird immer schwieriger. Aber wir haben den Weg in die kleine Welt gefunden. Wir haben schon mal einen Stern im Tic-Tac-Trauma gesammelt. Das wird die absolute Hölle. Und wir haben Snowman's Land zu 100%. Ich denke, die ganz gute Ausbeute. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal bei Kaiser Mario 64. Euer Hübi.